Jo Leute, damit willkommen mal wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Ich zeige euch auch heute, wie immer, was in den Shop einkommen wird. Und dann gehen wir direkt mal drauf, denn der ist auch schon in einer Sekunde da. Und mal schauen, was wir jetzt hier am Start haben. Gezeichneter Mann zurück. Da weitere vorgestellte Sachen, tägliche Sachen. Und hier drunter die Black Widow nochmal am Start, aber die neuere Version, also die alte, ist immer noch nicht hier, zum Glück, weil die habe ich. Darunter nochmal Trippy Red, das Paket halt von gestern, das Spinnpaket vom Rapper halt. Und hier gepanzerter Batman Zero Paket auch noch geblieben und ich sehe schon, Magma Meister Paket, ist das neu? Ich sehe schon so einen Skin von, ich glaube Season 3 oder so. Der wurde jetzt hier neu gemacht. Okay, das Paket ist scheinbar auch neu. Hier die glühende Kunja. Den Skin sollten die meisten kennen. Gibt es ja in normaler Variante. Mit dem Rückenteil hier. Jetzt halt in so einem Feuerlook. Heftig. Dann gibt es den vulkanischer Ragnarök. Auch sehr, sehr krass. Den gibt es auch als normalen Skin mit dem Rückenteil hier. Und den Röstmeister. Und den gibt es wie gesagt aus einer alten Season. Das kann ich gleich direkt mal schauen. Und zwar hier Rostmeister Season 3. Ja, also wirklich uralter Skin. Der wurde jetzt neu gemacht. Halt jetzt in diesem Feuerlook. Das ist wirklich sehr nice. Das Paket kostet 15 Euro. Kann man machen. Gefällt mir. Ist dann jetzt neu am Start. Okay. Und dann gehen wir direkt mal nach oben zum gezeichneten Mann-Paket. Das ist auch nochmal am Start hier. Mit dem Skin, da wo glaube ich die Kills angezeigt werden. Auch ganz okay. Noch mit dem Rückenteil hier der Hacke. Den Gleiter hier und der Lackierung, die okay ist. Und dann gibt es noch den Ladebildschirm im Paket dazu. Und alles kann man sich einzeln holen. Alles einen Monat her. Dann gibt es den Dummy zurück, ebenfalls nach einem Monat mit dem Rückenteil. Dann gibt es hier noch seine Hacke dazu. Und es gibt noch die Lackierung. Daneben gibt es den Schlachtenstäbchen nach 2 Monaten am Start, auch mit dem Rückenteil und hier mit seiner Lackierung. Und dann gibt es nochmal die Pannebeauftragte nach 2 Monaten zurück, auch ein sehr, sehr alter Skin, hier mit dem Rückenteil. Und irgendwie gibt es hier gerade so einen Bug bei mir. Der Skin kommt rein, obwohl ich ihn gar nicht ausgewählt habe, wenn ich hier die Rückenteile anschaue. Sehr komisch. Auf jeden Fall, wie gesagt, 2 Monate her. Dann gibt es noch den Wukong, auch hier mit dem Rückenteil. Und dann gibt es noch Jingo Mandy Hacke. Auch ganz nice. Und dann gehen wir schon zu den täglichen Sachen, wo es die Gesandte einmal gibt. Die ist nochmal nach 2 Monaten am Start. Relativ günstiger Skin. Ist okay. Dann gibt es noch die glitzernde Streiterin. Auch schon sehr, sehr alt aus Season 3. Auch 2 Monate her. Dann gibt es noch einmal Wackeln. Ist auch 2 Monate her. Und es gibt einmal noch Bürofahrt. Auch sehr, sehr nice. Ist nach 1 Monat am Start. Endlosrad auch nochmal nach 2 Monaten. Und Schattenboxer nach 1 Monat. Und das war es eigentlich auch schon zum Shop an sich. Darunter halt nochmal Black Widow, wie gesagt, am Start. Was auch ganz nice ist, ist glaube ich auch nur ein paar Tage her. War ja beim Marvel Shop glaube ich auch dabei. Deswegen jetzt nichts krass Besonderes. Und ich sehe auch gerade meinen Code glaube ich draußen. Den könnt ihr natürlich auch gerne eingeben. Wäre natürlich sehr, sehr nice. Und dann würde ich sagen, war es hier eigentlich schon. Das Paket wie gesagt geblieben. Und hier unten halt was Neues am Start. Okay,